Hallo, ja, heute ist der Tag der Tage. Die Vergesellschaftung von Erik und seinem Valentinstagsgeschenk und ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Und lustigerweise, Erik ist ja eigentlich immer im Bad dann tagsüber, also eigentlich im Schlafzimmer, aber das Schlafzimmer ist ja von seiner Frau besetzt, deswegen ist er jetzt immer tagsüber im Bad. Und komischerweise ist er jetzt aus dem Bad gekommen, als ob er spüren würde, dass irgendwas ansteht. Ist jetzt die Frage, was mache ich? Mache ich die Schlafzimmertür auf, dann wird er natürlich sofort in sein Schlafzimmer gehen und da ist dann sie. Oder setze ich ihn erstmal noch ins Bad und lasse sie das Wohnzimmer erkunden? Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Und ja, ich bin total aufgeregt, vor allen Dingen nach der letzten Vergesellschaftung. Ja, bin ich sehr aufgeregt. Und normalerweise ist ja der Idealfall, dass man eine Vergesellschaftung auf neutralen Raum macht. Also auf neutralem Boden, den sie noch nicht kennen, aber da habe ich halt nicht die Möglichkeit dazu. Und ich hatte bisher auch alle Vergesellschaftungen hier in der Wohnung gemacht, also nie auf neutralem Grund, sondern immer hier im Revier quasi von den anderen Tieren. Ist jetzt natürlich nicht ideal, aber manchmal geht es halt nicht anders und da muss man sich halt einfach an die gegebene Situation anpassen und es dann dementsprechend machen. Und das hat ja bisher eigentlich auch immer funktioniert. Also nicht nur eigentlich, es hat bisher immer funktioniert. Ja, aber natürlich ist es besser, wenn man einen neutralen Raum hat. So, der Erik ist jetzt wieder im Bad und ja, es ist aufregend. Schauen wir mal, was die Frau von Erik macht, sein Valentinstagsgeschenk. Ich habe jetzt da auch noch mal alles frisch gemacht, habe noch mal alles ausgekocht. Die ganzen Schüsseln, die habe ich jetzt mal hochgestellt. Und jetzt sitzt sie hier in der Ecke. Mausi, alles weg. Ist alles weg? Ja, alles ist weg. Möchtest du deinen Mann kennenlernen, Schatz? Der hat jetzt so lange auf dich gewartet. Möchtest du deinen Mann kennenlernen? Ja, möchtest du ihn kennenlernen? Möchtest du ihn kennenlernen? Erik, möchtest du deine Frau kennenlernen? Möchtest du dein Valentinstagsgeschenk kennenlernen? Es ist so aufregend, es ist so aufregend. Oh, es geht los. Okay, es geht los. Also, sie ist jetzt hier, Erik ist im Schlafzimmer. Ich glaube, der Erik erschrickt vor ihr, weil sie so Angst hat. Erik, du bist ein Knallkopf. Ist das die Vergesellschaftung? Okay. Also ich glaube, Erik ist sehr von ihr angetan.
Erik, du bist echt der Knaller. Mausipin hat total Angst. So, also Zwischenfazit von der Vergesellschaftung. Erik macht es top. Also Erik macht es echt richtig top. Ja, also er gibt ja immer wieder Pausen, was ja auch ganz wichtig ist, dass sie sich Pausen geben. Er ist überhaupt nicht böse, sondern ja, ist glaube ich sehr von ihr angetan. Und sie hat einfach nur total Panik und Angst und grunzt und wimmert und findet es überhaupt nicht toll. Aber er ist einfach nur großartig, muss man echt sagen. Jetzt möchte der Erik schon Liebe. Sie ist immer fix und fertig. Erik, das habe ich eigentlich deiner Frau hingelegt. Jetzt ist es du. Ja, sie hat total Angst. Oh, was war das jetzt? Oh. Oh. Was war denn das jetzt? Erik, deine Frau? Er isst einfach. Er isst einfach. Aber sie hat schon sehr Angst. Huch, was war das jetzt? Huch. Also Erik ist echt top. Also Erik macht auf jeden Fall überhaupt nichts Böses mehr. Kein Beißen mehr, keinen Fellflug mehr, einfach nur noch rammeln. Aber sie ist fertig. Und ja, Kaninchenvergesellschaftungen sind nichts für schwache Nerven, aber das läuft jetzt gerade wirklich harmlos. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum sie so Angst hat. Weil der Erik wirklich ganz toll ist. Der Erik ist ganz toll, der macht es ganz super. Gibt ja auch immer wieder Pausen. Gell, Erik, immer wieder Pausen. Ja, das machst du toll. Schatz, warum hast denn du so eine Angst? Ist doch ganz, gar nicht so schlimm, ha? Huh? Ja, sie ist fertig. Ach gut. Ich lach gerade so. Erik, seit wann bist du auf dem Bett? Also ich weiß nicht, ob sie irgendwas Schlimmes erlebt hat, weil das ist eigentlich, gibt es überhaupt keinen Grund. Überhaupt gar keinen Grund. Oh Mausekind, du bist aus dem Schlafzimmer gekommen. Die unsichtbare Wand wurde überquert. Ja, schau mal, wo bist du denn jetzt? So, die Vergesellschaftung ist ins Wohnzimmer verlegt worden. Maus, du bist aber mutig. Jetzt bin ich gespannt. Ui, das ist dein Zuhause jetzt. Das ist dein Zuhause, ne? Da gehe ich doch lieber ins Schlafzimmer. Da ist sie wieder. Die Vergesellschaftung ist wirklich... Ach, jetzt geht sie...
bisher wirklich harmlos. Wirklich harmlos, voll harmlos. Sie hat halt einfach nur so viel Angst, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, so viel Angst zu haben, weil der Erik ist großartig. Der Erik ist ganz toll. Quält ihr das hier? Ja, das ist schön. Ja, schau mal. Ja, super. Erik, ui, das ist aufregend. Ja, super. Oh, hoppasa. Ach Gottchen, oh Gottchen. Aber ich glaube, ihr gefällt es im Wohnzimmer. So, Tag 2. Oh, wo ist denn hier? Oh, was macht man aus? Hallo. Da ist aber viel Fell. Hast du dich gerupft? Wem gehört denn das ganze Fell? Erik, gehört es dir oder gehört es? Uiuiui. Ah, Erik wurde auch gerupft. Ist das jetzt von Erik oder was? Also irgendwie hat sie ein Nest gebaut. Jetzt stellt euch vor, um Gottes Willen. Warum baut sie ein Nest? Du brummst, ha? Du umwirbst deine Frau, dein Valentinstagsgeschenk. Hm? Ist das das schönste Geschenk für dich? Putzt sie ihn oder was macht sie? Oh. Aber dieses Nest, warum? Warum hat sie ein Nest gebaut? Und Erik ist einfach so brav. Erik ist einfach nur, oh schaut mal, das ist ja. Erik ist so angetan von seiner neuen Frau. Erik umwirbt sie. Und sie lässt sich's gefallen. Sie grunzt jetzt nicht mal mehr. Also wir haben auf jeden Fall einen Fortschritt. Der Erik ist ganz... Och, der Erik, der ist außer Rand und Band. Der Erik hat eine Frau. Der Erik hat wieder eine Frau. Ja, oh Gott, das ist ja phänomenal, fantastisch, sensationell. Und sie grunzt gerade immer, Erik, du musst schon treffen. Der Erik ist ganz... Meine Güte, der Erik. Hat er wieder eine Frau? Oh, schau her. Also, wer hier endgültig der Boss ist, steht noch nicht fest. Ich sag euch, es wird sie sein. Jetzt, schau. Oh, sie schickt dir die Idee, das ist so süß, einfach nur. Der Erik,
Erik hat wieder eine Frau. Und wie er brummt. Erik ist so verliebt. Erik ist verliebt. Ja. Mensch, ist das toll, der Erik. Ja, sowas. Und wie er brummt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, sagst du unseren Abonnenten Hallo, Schatzi. Du hast immer noch keinen Namen. Es ist schrecklich. Ja, ich sag doch, Maus hat am Ende die Hosen an. Ich sag's doch. Natürlich die Maus. Essen für die Babys. Ja, super. Erik, es gibt Abendessen. Alles gut, Maus. Das war die. Na, komm her, Erik. Super.